Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Vorm Urlaub. Letzte Folge erstmal vorm Urlaub, aber ich werde im Urlaub sicherlich auch ein bisschen was machen, weil wir nicht von dann fahren. Also wir machen irgendwie dieses Jahr alle hier keinen gemeinsamen Urlaub, weil alle haben verschiedenen Urlaub. Der eine hat jetzt schon Urlaub, der andere beginnt dann am 1.8. auch seine Ausbildung. Ich habe jetzt zwei Wochen danach jemand anders zwei Wochen und ich werde dann nochmal, glaube ich, irgendwie nochmal zwei dranhängen, irgendwo Ende August, Anfang September oder so. Mal gucken, wenn wir da vielleicht nochmal alle zusammenkommen oder so und dann was machen. Aber das sollte erstmal jetzt die letzte Folge sein. So geht's auch. Ja, ich weiß, ihr habt das im Thumbnail schon gesehen. Ich finde das wirklich beeindruckend, was der Gegner hier eigentlich an den Tag legt. Und die spielen gar nicht mal schlecht. Aber ich bin noch gar nicht mit euch auf den neuen Pass eingegangen. In keiner Folge habe ich mal den neuen Pass erwähnt, außer dass wir mal ein bisschen drüber gesprochen haben während der Livestreams. Und ja, der neue Pass lässt ein bisschen auf sich warten. Ich meine, die 200 Punkte, die man immer zu Anfang bekommt, die pushen einen natürlich schon ganz gut. Und die paar Spielchen, die man dann hat, die sind ja auch ganz schnell weg. Das heißt, man wartet letztendlich, okay, 20 Stunden, dann gibt es endlich wieder neue Games. Und die Rewards hier, muss ich mal gucken, welche ich eigentlich gar nicht gesammelt habe oder noch nicht. Okay, das sind die Trainingspotion und die Pet Potion, aber ich habe im Moment noch genug. Und aber es gibt natürlich die Vorteile und die Banken. Früher hieß das so ein bisschen anders. Ich finde eigentlich die Begriffe ein bisschen komisch, weil das sind ja eigentlich die Vorteile. Obwohl, das sind ja immer noch die Vorteile. Und das sind die Banken. Okay, die Banken sind natürlich jetzt überirdisch mit nächstes Upgrade 200.000. Ich glaube, es geht bis 300.000 Dunkles und ganz, ganz viel Helles. Gold und Elixier. Und die Bilderbank ist sowieso jenseits von Gut und Böse. Aber dieser Mehrwert von 2 Euro, ist es das wirklich wert? Das sind ja 5 Sachen, die wir oben bei den Rewards mehr bekommen. Also Bigger Season Bank, Bigger Bilderbank. Und wir bekommen dann, glaube ich, nochmal hier hinten was bigger. Ja, das ist nochmal bigger. 300.000, 30 Millionen von beiden. Und auch hier geht das bis auf 10 Millionen hoch. Jeweils Gold und Elixier. Es gibt eine schöne Statue. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ein Heldenbuch am Ende im Silberpass, Leute. Also Silberpass durchspielen lohnt sich in jedem Fall. Aber ansonsten, ganz enttäuschend. Ich konnte es gar nicht glauben, weil ich habe es gar nicht gewusst, dass es hier ein Clanhaus-Dach gibt und ein Clanhaus oder Clanhaus-Dekoration. Und dafür habt ihr mehr Geld bezahlt, Leute. Überlegt euch das genau. Ich kenne jetzt schon etliche Leute, die sagen, nö. Also dafür jetzt auch noch Geld hinlegen oder das Mehrgeld von gut 2 Euro, das sind einige einfach nicht mehr, ja, die machen das nicht mehr. Und nur wegen der einen Gemspende ist das auch schwerlich zu überlegen. Okay, die magischen Gegenstände, da sind jetzt auch mittlerweile die neuen mit drin angekommen. Es gibt einmal alle Runen im Goldpass. Das war bisher fast immer so. Also da gab es immer 4 Runen im Goldpass in den vorherigen. Jetzt gibt es halt 5. Ist sowieso überfällig gewesen. Und der Rest ist halt Gold und Elix. Ich wollte nur mal darauf eingehen, dass ich das eigentlich für 2 Euro ein bisschen mau finde. Aber sei es drum, ist ja nur meine Meinung. Die muss jetzt nicht eure Meinung widerspiegeln. Aber gehen wir mal in den laufenden CK rein. Heute Morgen ist uns aufgefallen, dass beim Gegner jemand tatsächlich, das habe ich noch nie gesehen, Leute. Ich habe es wirklich noch nie gesehen. Und ich meine, er ist eigentlich, ist es mein Freund hier, der Tuga Goblins. Eigentlich habe ich ihn schon zu meinen engsten Freundeskreis aufgenommen, was hier Spieler angeht. Denn wenn wir uns mal seine Base angucken, dann fällt hier sofort ins Auge, dass die Base gut ausgebaut ist. Gute Helden. Aber, Leute, das habe ich noch nie gesehen vorher. Echt nicht. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Der hat echt 2 Kasernen. Auf ja, Level 1. Okay, das sind die Minions. Und hier hat er die auf Level 4. Das müssen so die Riesen sein, denke ich mal. Ne? Riesen. Aber warum ist er eigentlich mein Freund? Weil er die Goblins Max hat. Er hat die Goblins Max. Und damit hat er auch die Schleich Goblins Max. Und der tummelt sich auch in Legende. Also
Man braucht nicht mehr, man braucht gar nicht mehr. Das Notwendigste reicht hier. Bogenschützen, paar Barbaren, paar Riesen, kann alles, braucht kein Mensch. Wir brauchen nur Kobolde. Wir brauchen nur Kobolde hier. Nix hier mit den großen Taktiken hier mit E-Titanen und Drachen und mach hier einen Queen Charge und da einen Queen Charge. Nein, nimm einfach Sneakies. Ganz einfach und tatsächlich derjenige hier, kann ich euch erzählen, der hat schon angegriffen. Und zwar kein geringeren als mich. 84% hat meine Base noch nie kassiert. 84% glaube ich, hat meine Base noch nicht kassiert. Ja, also kann man es machen, ne? Ich meine, warum? Ich überlege gerade selber, aber ihr seht das hier, hat natürlich auch noch eine Blimp dabei. Aber selber muss ich wirklich sagen, warum nehme ich noch andere Truppen? Einfach die Sneakies und ab geht die Post. Gottes Willen, naja. Ja, wir waren auf jeden Fall, wir waren nicht entsetzt, aber wir haben uns schon ein bisschen gewundert, als ich dann gesehen habe, oh, okay, der ist sogar mit guten Pokalen in der Legende dabei. Ich meine, mit den Dingern kannst du natürlich auch super farmen, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Und deine ein, zwei Sternchen machst du damit immer drei, glaube ich jetzt nicht, obwohl 84% ist auch schon nah dran, sind nur noch 16% bis 100, also nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir natürlich die vielen Hexen, oder er hat natürlich jetzt gegen die vielen Hexen da zu kämpfen oder gegen die vielen Skelette und die Hexen. Ich habe in meiner Clanburg, glaube ich, einen Eisgolem und zwei Hexen und ein bisschen Kleinvieh. Und das sieht man ja jetzt schon anhand dessen, aber er hat auch keinen. Ich meine, er hat ja nichts. Ich wollte gerade sagen, eine schöne E-Titanin wäre jetzt ganz nett, aber hat er ja gar nicht. Er hat ja einfach nichts. Er hat nichts, was man dem entgegensetzen kann. Und das finde ich echt nicht schlecht. Hat dann noch die schöne Blimp hier, um sicherlich vielleicht den Monolithen oder sowas noch rauszubekommen. Also vermutlich auch nur um Prozente zu scheffeln oder halt wichtige Defensive rauszunehmen. Aber ich bin wirklich am Überlegen, ob ich das nicht auch einfach so mache. Scheiß auf die anderen Truppen. Der braucht keinen Mensch. Wir brauchen Goblins. Ich meine, das war eigentlich schon immer so, aber dass man sich so damit durchsetzt die ganze Zeit, das ist mir neu, muss ich gestehen. Vor allen Dingen im High-Level-Bereich hier, also im End-Content auf Rathaus Level 15. Vorher kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Ab dem Zeitpunkt, wo du halt die Sneaky Goblins hast, sollte man die oder solltest du die auch einsetzen, also ab Rathaus Level 11, ne? 11 haben wir die, ja. Ab 11 haben wir die und dann kann man sie echt super einsetzen. Und ihr seht das hier, das Dorf, ne? Stück für Stück nimmt er das wirklich auseinander. Immer schön außen so ein bisschen was gesetzt. Es reicht dann halt am Ende nicht. Ja, es reicht dann halt am Ende nicht. Aber es hätten auch gute und gerne 100% werden können. Und nochmal, er kann ja gar nichts anderes machen. Er kann ja gar nichts anderes machen. Der wird auch nie was anderes spielen als eine Blimp, denke ich mal. Oder vielleicht nimmt er mal einen Flamefinger oder sowas, wenn er sich ganz sicher ist, dass der ganz gut durchgeht. Aber mehr geht halt bei dem Kollegen auch gar nicht. Und deswegen finde ich das schon ziemlich merkwürdig und spooky. Naja, und sowas noch gerade so vom Urlaub. Aber ich denke mal, ich wollte das für euch festhalten, falls irgendwas noch Unvorhergesehenes kommt. Ich bin sowieso froh, dass ich diese Wiederholung hier gerade zeigen konnte, weil wir ja schon wieder in Erwartungspause waren. Ich nehme mal an, wegen der Clanstadt. Ich habe übrigens in der Clanstadt jetzt auch bei Totus Bande und beim Clan Deutschland Ad einfach mal die Clanstadt gestartet. Ihr könnt das spielen, wenn ihr wollt. Die Punkte braucht ihr da nicht ausgeben, das wäre mir jetzt egal. Aber so muss jetzt nicht unbedingt jemand wechseln für diese eine Woche. Und habe schon wieder in allen drei Clans, wo ich tätig bin, ganz alleine die Clanburgen gefüllt. Und zwar zum dritten Mal hintereinander. Vielen Dank, ihr lieben Clans da draußen, dass ich immer so viele Punkte bekomme und ihr keine. Edgemann. So, da habt ihr das. Okay, so ein paar waren hier befüllt, so halbwegs befüllt, aber letztendlich merkt man ja selber beim Befüllen und beim Nachbauen, es macht keiner was. Aber ich habe es jetzt wieder in allen drei Clans gemacht, also 30 Clanburgen beim Clan Totus Bande gefüllt mit Chefkoch und Lela. Und hier habe ich alles gefüllt mit Thorsten und Avatar. Und in den anderen Clan Free-to-Play habe ich alles mit Beckensheriff und Donnerbengel, glaube ich, gemacht. Das passte da. Also, und auch den letzten Tag werde ich da befüllen, das kann ich euch sagen. Die Punkte lasse ich mir nicht entgehen. Ihr bekommt die Punkte, nur um das nochmal zu sagen.
nicht sofort gut geschrieben, sondern die Punkte werden nur hier oben gut geschrieben. Die werden also nicht euren Spendenkonto hier gut geschrieben, sondern die Punkte werden euch hier oben gut geschrieben. In dem Moment, wo der Clankrieg startet, der neue, dann bekommt ihr die ganzen Punkte aus den gespendeten oder von den gespendeten Truppen. Und man kann das ja auch mal grob zusammenrechnen. Wir haben hier immer eine 50er Clanbuch. Oh, okay, Nachtschatten braucht noch so ein bisschen was von mir von Avatar. Das stimmt. Da muss ich noch 4 Bogis reinballern oder kann gar keine mehr reinballern, weil ich glaube schon mit Avatar auch hier reingepackt habe. Aber wir haben immer 50er Clanburgen und dann könnt ihr euch schon vorstellen, dass da letztendlich ja einiges zusammenkommt. Wenn ich immer ganz, ganz alleine fülle, hat der Letzte auch 50er Clanburgen, ja. Der Letzte hat auch 50er Clanbogen und das sind immer 57 Punkte für mich. Und das schon 3 Tage hintereinander, sind schon mal 2250. So einfach geht's und so kann man hier natürlich auch super leveln. Vielen lieben Dank, ihr lieben Clans, dass ihr mich das immer machen lasst und ihr gar nichts bekommt. Aber hier spende ich trotzdem immer ganz gerne, so wie ich es halt kann. Die Zauber mache ich ja immer mit Avatar. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, 5 geht im Moment nur, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir die eben nochmal nach. Und 6, 7, 8, 9. Mehr geht halt nicht. Einen muss ich gleich mit AFA spenden, aber hier spende ich halt auch noch ganz normal. Was halt eben geht. Jo, Leute, erstmal 2 Wochen Urlaub, viel Streams. Etwas Video halte ich natürlich ein bisschen für euch fest, gar keine Frage. Und trotzdem wollte ich mich ins Wochenende verabschieden und wollte auch vor allen Dingen euch ins schöne Wochenende verabschieden. Also es wird ja mega Wetter. Ich weiß nicht, ob man sich darauf freuen kann oder eher wieder sagt, oh, wieder so warm. Aber es sind jetzt nicht 1-2 Wochen 30 Grad, sondern es geht nur kurzfristig mal in den Peak rein. Und danach kühlt es sich schon ganz nett wieder ab, so um die 20 Grad, ein bisschen mehr. Und das finde ich eigentlich in Ordnung. Das heißt, es heizt sich auch nicht so hart auf. Hier sowieso nicht, denn wir sind wirklich gut dabei. Der Gegner hat natürlich schon ein bisschen gefehlt bei uns. Nur mal kurz nochmal den Stand der Dinge abchecken hier. Also wir spielen gerade gegen den ersten 172 und die haben allerdings auch schon 2 Einsterne. Wir haben aber auch schon ein Einstern, aber noch kein 3 Sterne. Ich bin mal gespannt, wenn das mit Einstern am Ende ausgeht, aber im Moment ist der russische Clan, der auf 3 ist, sehr, sehr aufstrebend hier. Die gewinnen hier ein CK nach den nächsten. Also hier ist wirklich noch alles offen von 1 bis, ich würde sagen, Nummer 4 kann hier noch alles passieren. Wenn nicht sogar bis Nummer 5. Ich denke mal, Nummer 6 und Nummer 7 sind ein bisschen abgeschlagen. Aber hier ist letztendlich noch nichts gesprochen. Ich denke mal, erst am letzten Spieltag wird sich hier entscheiden, ob wir aufsteigen oder Liga halten. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und Kanal dranbleiben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in den Livestreams sehen. twitch.tv/totoclash. Bis dahin, schönes Wochenende und mir einen schönen Urlaub gewünscht. Euer Toto. Clashed.